So, hallo und herzlich willkommen. Hier geht's auch zur ersten Folge von Minecraft Chaos. Ja, mal wieder Minecraft Chaos. Diesmal allein, ja, das. Die erste Folge war ja mit allen zusammen. Das bin ich nicht so der Fan von, mit so vielen Leuten aufzunehmen. Ich nehme lieber allein auf. Ja, deswegen habe ich mich doch ziemlich rausgehalten, sag ich mal. Ja, aber wir werden jetzt erstmal ein bisschen Steine bauen, um da wieder hochzukommen und dann noch ein bisschen Kohle und so. Eben das, was man für den Anfang braucht. Und ja, wir haben schon eine Minecraft-Musik im Hintergrund. Und mir fällt gerade auf, ich habe heute noch kein SMP hochgeladen, ja. Ihr werdet mich köpfen. Nein, vermutlich nicht ich. Werde wahrscheinlich gleich nach dieser Folge machen. Ich muss kurz die Stoppuhr starten. Eine Sekunde. So. Stoppuhr ist. Jo, schon nur läuft. Läuft. Ja, die Stoppuhr ist an. Ach nee, das ist Redstone. Das. Oh Gott, so viel Redstone. So. Ja. Wir werden uns auch gleich mal das Buch durchlesen, wenn wir draußen sind. Aber das halte ich jetzt doch noch ein bisschen für, ich sag mal, gefährlich. Ach komm, das gibt's doch nicht. So. Eben wegen Monster und so. Gut, ja. Die schon versucht haben, den, ich sag mal, ersten Teil von Minecraft Crazy zu gucken, die werden gemerkt haben, es gab nur zwei oder zwei oder drei. Ich habe drei hochgeladen. Ich weiß aber nicht, ob der dritte Teil jemals veröffentlicht wurde. Ja, die habe ich auch wieder gelöscht. Ja, das Ganze lag dann, dass die Welt nach ziemlich schneller Zeit kaputt war. Und ja, wir deswegen jetzt anfangen. Allerdings mit einem auf jeden Fall besseren Konzept, weil, naja, man muss halt sagen, wir waren, ich sag mal, letztes Mal, also in, ja, der vorherigen Aufnahme, sehr darauf fixiert, das andere Team, ja, zu zerstörend, sag ich mal, und das war nicht so gut, weil nein, das war das dann eins, das war dann das einzige Ziel und es gab so gar nichts anderes mehr, so mit dem Hauptziel töten, klauen und alles mögliche, und das war natürlich definitiv nicht das, was dann eigentlich mit dem Projekt erreicht werden wollte. Deswegen, ja, trifft das sich auch meiner Meinung nach ganz gut, also mir das auch nicht so gut gefallen mit dem ganzen PvP, aber hier hat es jetzt auch nicht so viel ausgemacht. Gut, dann werde ich mal kurz ins Hotel gehen, damit wir uns das Buch lesen können, damit ich noch kurz was sagen kann. Allgemein zu dem Konzept hier und so, weil das. Upsala, das ist ja ganz schön gefährlich hier, weil das ist ja alles nicht so einfach. Das ist sehr. Jetzt nicht kompliziert, aber. Anders. Vielleicht ist anders das richtige Wort. Es ist halt hier nicht, ja, das typische Minecraft-Let's Play, wie man das kennt von, so ungefähr jedem Let's Player. Nein, es ist ein bisschen anders und, mal gucken, ob jemand schläft. Tür offen gelassen. Ja, wir werden uns jetzt erstmal. Ja, okay, jetzt werden wir erstmal schlafen gehen und dann werden wir uns das Buch angucken. Wir sind. Wir nicht, wir sind. Ja, okay, dann bringt's auch nichts. Dann werden die nicht kommen. So, hier das Buch. Gut. Minecraft Chaos 2.0. Ich weiß auch nicht, was das ist. Okay. Herzlich willkommen beim neuen Funk von Chaos. Das ist dein privates Zimmer. Solange du. Bist du aus. Wir hoffen, ihr habt Spaß und benimmt euch. JK und FreundB. Ja, das finde ich sehr nett. Natürlich werde ich mich benehmen. Gut. Auf jeden Fall. Geht das hier auf jeden Fall klar. So, ja, über das Projekt. Ich sag mal so, jeder hat verschiedene Aufgaben, wie ihr gerade schon in der ersten Folge gemerkt habt. So wurden, ja, ich sag mal, verschiedene Namen angesprochen, wie zum Beispiel meiner und so. Ja, das liegt daran, dass, wer jetzt gedacht, ja, es verschiedene Aufgabenbereiche gibt, wie jetzt auch zum Beispiel den meiner. Ja, ich werde bei dem Ganzen die Aufgabe des Entdeckers übernehmen. Also ich werde ein bisschen auf der Map rumrennen, so ein bisschen suchen und so nach, was weiß ich, Dungeon und so halt und so. Nach das, was man halt sucht, wenn man ein Entdecker ist. Und ja, sonst noch. Was gibt es da noch zu sagen? Außerdem bin ich noch, ja, ich sag mal, hier der Hexer oder eben beschäftige mich viel mit Hexerei, also Witchery. Ja, da werde ich mir dann wahrscheinlich irgendwo im Wald ein kleines Hexenhäuschen bauen und da dann ja meine
Hexenkunst vollziehen, sage ich mal. Deswegen werde ich jetzt auch mal ein bisschen weiter weggehen, um mal zu gucken, was es hier denn so gibt. Aber das ist vielleicht bei Nacht gar nicht so gute Idee. So. Ja, genau. Außerdem werde ich noch für ein Kraftwerk zuständig sein, was dann aber auch erst später kommt. Also, ja, fürs Kraftwerk zuständig, was sage ich damit? Kraftwerk. Wir werden wahrscheinlich dann die komplette Stadt, also es ist noch nicht sicher, aber ich habe davon gehört, ja, dass wir dann die komplette Stadt mit einem Stromnetz versorgen wollen. Damit eben auch jeder Strom hat. Und ja, da bin ich dann halt noch für zuständig, die Generatoren und so zu bauen. Geht auf jeden Fall klar. So, habe ich denn hier noch Äpfel gehabt? So. Gucken wir jetzt gleich mal ein bisschen um, ob es hier noch in der. Jo, der zweite Tod. Übrigens, die meine Monster-Kills oder Mob-Kills stimmen nicht, ja. Die sind noch vom Singleplayer da. Bin ich noch, oh Gott, ich bin noch ein Zombie. Ja, das heißt, ich habe im Singleplayer im Creative bisschen. Ja, ausprobiert, sag ich mal, und dabei Mobs gekillt und das ist jetzt hier in den Multiplayer übernommen werden, worden. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann zurücksetzt wie die Tode, aber das sehe ich dann schon. So, was ist das denn? Das ist Red Rock, okay. Von beim so Plenty, dann wird es nicht so wichtig sein. Da vorne ist Bambus, das ist wichtig. Oder halt nicht wichtig, sondern praktisch. Kann man immer wieder gebrauchen für, ja, ganz verschiedene Dinge. Ich weiß nicht welche, aber es gibt bestimmt welche. Gut, ja, allgemein wird das in der Stadt so ablaufen, damit es eine Art, ich sag mal, Handelssystem gibt. Also, ja, jeder hat ja seine eigenen Aufnahmen, wie jetzt zum Beispiel ich Hexer oder die Miner oder so. Ja, und. Okay. Man kann dann eben sein Zeug verkaufen, sag ich mal, jetzt mit Tauschhandel. Und, ja, eben, wenn ich jetzt sag, okay, ich habe hier Witchery und ich sag. Wie sieht's aus? Hier einmal eine Voodoo-Puppe oder so. Dann, ja, kann mir einer sagen, okay, da sowas ganz nützlich ist, wenn als jetzt angenommen alles ist schon verlinkt und so, also jetzt nicht nur die Voodoo-Puppe. Okay, die ist ganz wertvoll, da gebe ich dir, was weiß ich, Eisen für oder sowas, halt irgendwas dann als Gegenleistung. Das kann man dann selber bestimmen, was man will. Da wird es wahrscheinlich auch später mal im Markt geben, wo dann eben, ja, jeder so seinen eigenen Standard und dann so Kisten aufstellen kann. Hier, das kostet so und so viel, das kostet. Was ist das denn? Achso, matt. Matt, matt. Das kostet so und so viel und das kostet so und so viel und ja. Auf jeden Fall finde ich das ein ganz schönes Konzept. Ja, ich finde die. Hui, das soll mir nicht nochmal passieren. Ich finde die. Ich finde das Grundkonzept gut, aber eigentlich. Aber eigentlich auch irgendwie extrem unnötig. Einfach weil das eigentlich nur Schwerpunkte sind, also. Es ist jetzt nicht so, dass man, ja, ich sag mal, das machen muss, was einem zugeteilt ist, sondern, also man sollte sich schon mehr damit beschäftigen, das zu machen, als mit was anderem. Und, ah nein, ich meine, jetzt habt ihr gerade gesehen, ich bin jetzt nicht Miner und war jetzt trotzdem gerade Minen oder bin jetzt in einer Höhle, also, das ist alles sehr variabel. Wie seht ihr den schönen Effekt vom Shader, dass man hier Licht hat? Sehr schön. Jetzt aber auch gleich wieder rausgehen. Um mir wahrscheinlich jetzt gleich am Anfang mal ein Örtchen für mein Haus suchen. Oh Gott, das schaffe ich so nie. Ja, weil ich möchte mich dann sehr schnell, ich sag mal, absondern und ja auch selbstständig werden. Also den Handel werde ich wahrscheinlich nicht sehr aktiv betreiben. Also wie gesagt, eigentlich einfach ein bisschen, ja, zurückziehen. Ich denke, das passt ganz gut zur. Rolle des Rexers, genau. Zur Rolle des Hexers, wenn man sich irgendwo, ja, im Wald ein Hütchen baut und da dann eben seine geheimen Rituale vollzieht. Ja, wird auf jeden Fall sehr gut, denke ich. Sehr gut. Und ich weiß gar nicht wo. Also ich dachte, der. Oh Gott, aua. Ich dachte, der Wald da hinten sieht ganz schön aus, aber. Oh. Das hätte ich auch gern. Ja, ich bin mir da aber noch nicht sicher, weil. Obwohl. Oh, ja. Die Bücher werden wir uns übrigens auch noch alle angucken, aber jetzt erstmal nicht. Also, dann, wenn wir uns um das jeweilige Gebiet kümmern. So, wir werden jetzt kurz dahinter rennen, weil ich glaube, ich hatte da schon mal gerade einen Spot gesehen, wo ich mein Haus bauen könnte. So am Berg fände ich das ganz schön. Und da kann ich ja noch ein bisschen von diesen großen Bäumen filmen. Mal gucken, ob das eigene Bäume sind oder ob das hier Oak ist. Ne, das ist Redwood, das ist sehr gut.
Das heißt, man bekommt ja auch Redwood Saplings und wie wir alle wissen, ja, kann uns das jetzt sehr weiterhelfen, weil wir können dann einfach noch um unser Haus ein paar Bäume pflanzen und da das Redwood Saplings sind, werden das auch ähnliche oder gleiche Bäume. Und ja, deswegen können wir uns dann noch ein bisschen mehr im Wald verstecken, auch den Wald vielleicht dichter machen, noch viele andere Bäume mit reinmischen, wenn wir dann ja in die Nähe unseres Hexenhauses kommen, damit es eben so, ich versuche mal eine etwas mystische Atmosphäre aufzubauen, das wäre ja sehr geil. Ich muss halt mal gucken, was ich da kann, weil ich bin jetzt definitiv kein Meisterbauer, ne? Kein Meisterarchitekt oder was auch immer in Minecraft. Ich werde einfach mal gucken, was geht und ja, was nicht geht, geht halt nicht. Was ärgerlich ist, ist, dass der Berg schief ist. Der Berg, wenn der ein bisschen mehr gerade wäre, könnte ich hier bauen. Ich werde nochmal kurz hier ein bisschen rumgucken. Ich bin ja auch, wie gesagt, Entdecker, also passt das ja ganz gut, damit ich mir ein bisschen umgucke und ja, entdeck, wer hätte es gedacht. Aber das sieht aus, als wäre hier dann so eine Art Savanne. Na, aber Aufnahme kurz in Lager, bitte. Okay, werde ich machen. Aber meine Aufnahme geht noch kurz, aber auch nicht mehr lang. So, den Bambus werde ich da mit. Alter, hier sind überall Schluchten, das ist ja übertrieben, ja. Huiuiuiui. So. Ja, womit ich mich auch beschäftigen werde. Allerdings mehr, ja. Ich sag mal Hobby-Hobby-mäßig, also. Ja, hier. Spielen als Hobby und dann noch das als Hobby, sage ich mal. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das so richtig sage. Ja, ist eigentlich scheißegal. Und zwar. Ja, ich sag mal, die verbotenen Wissenschaften, also jetzt sowas wie Klonen und so oder eben DNA oder eben auch Dinos zum, ja, wieder zum Leben erwecken. Das sehe ich alles so ein bisschen als die verbotene Wissenschaft an, weil, naja, das ist alles nicht immer so gern gesehen, sage ich mal. Und ja, deswegen werde ich mich darum noch hobbymäßig kümmern. Deswegen will ich auch an einem Berg bauen, ja, damit ich so einen geheimen Keller da rein machen kann. Ne? Ich werde das. Scheiße. Nein, Treibsand. Nein! Aber ist egal, ich komme hier einfach raus. Ist egal. So, gut, dann werde ich mich noch kurz ins Hotel begeben. Und dann vor die Wände. Ja, wie ihr seht, ist das Hotel auch schon vorgebaut gewesen. Ja, das habe ich eigentlich nichts mit zu tun und ich finde es auch definitiv nicht die beste Idee, die jemals getroffen wurde, aber jetzt ist es halt so. Gut, dann gehen wir mal rein und ja, dann werde ich jetzt mal meine Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet dann auch nächstes Mal wieder ein. Bis denn und tschö.